Herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Heute eine actionreiche Session hier. Der Novak Super Expert A mit 10 MHz. Ich glaube, ich hätte eher machen sollen. Vorher meine ich, gefühlt war es besser mit 5 MHz, dafür aber 10-fach beschleunigt und 30 Minuten. Das lief irgendwie geschmeidig besser als heute. Heute dramatische Szenen werden sich hier abspielen. Und gleich hat Alipo kurz auf den Zettel geguckt. Er wollte sich notieren, wo waren nochmal die Level von diesem Gerät. Wollte gerade Punkt 1 aufschreiben und irgendwo geschmeidig nachgucken. Und zack ist es passiert. Der Computer hat keinen Bock mehr auf den Lippo. Und der Lippo muss schon wieder alleine spielen. Mit viel Glück, einer merkwürdigen Aufgabe des Gegners, gewinnt er noch diese Partie. Hier scheint alles noch in Ordnung. Der Novak, der freut sich seines Spieles hier. Und plötzlich, da zuckt es ihm im linken Zeh. Er muss noch irgendwie abwaschen, Müll runterbringen, die Fenster putzen, den Boden wischen. Irgendwas davon muss er doch auch mal erledigen. Lippo, ich lass dich mal kurz alleine. Das kannst du auch alleine gewinnen. Während er danach schweißtriefend aus der Küche rüberguckt, wie der Lippo spielt und er sich fassen kann. Was für eine Lusche. Er hätte es locker gewonnen. Und der Lippo, man sieht es, ich weiß nicht genau, wo das ist. Ist es an dieser Stelle? Ich glaube, es ist an dieser Stelle. Neu und dann C3. Ja, es funktioniert noch hier. Irgendwo kommt der Punkt, an dem es nicht mehr funktionieren wird. Der Novak Superexpert sich verabschiedet. Der Novak Superexpert ist in meiner persönlichen Rangliste bereits auf Platz 4 von 5 hochgerutscht. Ich kann neue Geräte kann ich ja schlecht beurteilen, die besitze ich ja nicht, weder als Emulator noch sonst irgendwie. Da müsste ich schon den Genius Pro mit hineinziehen und der ist maximal auf Platz 10 Rangliste. Aber um den geht es ja nicht. Es geht ja um den, Achtung, Kröchen. Um den Super-Expert lief es doch in dieser Partie normal. Habe ich mich doch vertan, war das nicht die Partie des Abgebroken hier. Und es geht weiter hier. Ich trinke meinen herrlichen, leckeren, köstlichen, schmackhaften Schluck Tee. Und Sie sehen hier, einfach Figuros Verlustus, der Bauer ist gepinnt, der Gegner kann es nicht glauben, was ist da für ein Trottel hier, wieso ist das passiert? Läufer E3 wäre einfach geschlagen worden, weil er weiter gepinnt, also geschweige denn, wir wären nicht gegangen und die Dame verzieht sich auf ein sicheres Feld zurück, die Figur mehr, erstmal eine Kerbe in, ja, die Bodenfliese geritzt, weil die Schachcomputer, die schnitzen keine Kerben. In Bäume, nachher wird er gefällt und zusammengezwebelt zu einem Schachcomputer. Und was sehen Sie da an Makel? Die Kerbe, die Sie reingeritzt hatten, na, ein Gerät immer noch zu sehen. Sie können es nicht glauben. Sie haben den Wert gemindert. Das hat Sie gelehrt, es nie wieder zu machen. Sie mussten es schwören auf die heilige Eiche. Und hier nun geht es weiter in dieser Partie. Ich weiß, hier ist schon Lippo selber am Zusammenzwirbel. Er hat keine Pläne, keine Ideen, kein Skill. Er versucht aber trotzdem alles zu geben, was er zu geben hat. Ich glaube nicht, dass die Stellung hinterher verloren war für Weiß, weil er aufgegeben hat. Ich hätte da noch einige Tricks auf Lager gehabt. Ich hätte einfach, also Schlussstellung gleich, nicht diese hier. Ich hätte einfach H6 gezogen, Dame angreifen, H7, Schach, König H8 und dann einfach Läufer B2 oder solche ähnliche Dinge. Er hat hier gerechnet, überlegt und gedacht und hat gesehen, es ist total hoffnungslos. Vielleicht hat er seinen Schachcomputer auch nicht zum Laufen bekommen, um diesen begucken zu lassen. Hat er gesagt, ich selber kann ja nichts. Der Lippo ist zu gut für mich. Und Sie sehen es schon, verzweifelte Szenen spielen sich ab. Der Lippo möchte irgendwann diese Fork-Truhe mit Springerschach, Läufer-Springerschach, wenn der Bauer da nicht mehr existiert. Deswegen habe ich den weggenommen. Dann habe ich erst gesehen, das geht ja gar nicht. Keine gute Idee, F6 und hier H5. Greift die Dame an, die er selber gar nicht schlagen kann auf G5. Ich hätte aber weitergespielt, hier hätte ich noch H6 gezogen, wieder Dame angreifen, darf Dame G6, H7 Schach und darf König H8, Läufer B2, hier hat er aufgegeben. Ich weiß nicht warum, vielleicht hat er das Zwirbel im Kopf gehabt, aber weiter geht es. Springer C3 im ersten Zug, die erste Duftmarke wird hier gesetzt, der erste starke Spieler mit 2099 Fantasie-Elos. Er hofft hier die 2100 knacken zu können. Er betet zum Gott des Beschisses, aber er hört nur Lippos die Schachcomputer bedienen. Weil der Gott des Beschisses ist in Wirklichkeit ein Schachcomputer von 1956, der aber nichts gespielt hat. Daher wurde er wieder eingestampft. Es war quasi ein Dummy eines Holzschachcomputers. Die wussten aber nicht, was sie in die Technik machen sollten. Ein Raum weiter stand dann der Computer selbst.
5 mal 5 Meter groß, haben sie gesagt, da verkaufen wir die ja doch nicht. Und sie sehen, es geht weiter und weiter. Es wundert mich ja schon, dass 1950 nicht schon Entwürfe von Schachcomputer gemacht wurden, um das dann zu patentieren. Dass die verdutzten Erbauer der Geräte plötzlich feststellen, das gibt ja schon ein Patent, da müssen wir jetzt Patentgebühren zahlen für diese Schachcomputer. Obwohl die nur auf dem Papier existierten. Da hat sich ein kleines Kind hingesetzt, auf dem Zettel was draufgekritzelt, die haben sofort zack patentiert. Nach einigem Weiterkröchen hier trinkt der Lipponen einen Schluck Tee, begutachtet die Partie. Ja, ja, wunderschön. Läufer B2 zieht geschmeidig auf die Diagonale. Und vielleicht hat er einfach keine andere gefunden. Ich weiß nicht, warum nicht. Boah, Läufer F4, irgend sowas in der Art. Ich weiß ja auch nicht, was man an dieser Stelle könnte machen können. Es sieht nicht windig, wirklich gut aus. Ich muss wohl das nächste Mal wirklich das anders einstellen. Die Standard 5 MHz Version, 10-fach beschleunigt, 30 Minuten. Ich glaube, das lief besser. Irgendwie hakelt das mit diesen 10 MHz. Ich musste schon 15 Minuten nehmen für die ganze Partie. Ich weiß auch nicht, inwieweit das hier so großartige Auswirkungen hat in einer Schnellpartie. Kann sein, dass das in Turnierpartien eher eine Wirkung hat, diese Beschleunigung. Er lässt sich ja sehr gut beschleunigen. Ich glaube hier 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder 7, 8, 9, 10. Ich weiß es nicht. Ich müsste nachgucken, bin aber zu faul. Und Sie sehen schon, der Bauer auf D4 wird verlustig. Deswegen hat sich die Diagonale doch gelohnt. Kaum guckt der Lipo weg und guckt wieder hin. Ist wieder was passiert. Ja, es droht ja hier, ja, jetzt droht es nichts mehr. Der Turm deckt jetzt den Bauer mit Turm B1, also den Läufer natürlich, mit Turm B1 ab. Das ist wieder mal immer so spannend hier, da vergisst der Lipo, was welche Puppe ist. Und nun Springer F5 schlägt. Das Gerät findet nach dem Gegenzug des indischen Starspielers keinen guten Zug. Ja, irgendwann folgt der Zug. Springer schlägt, Läufer schlägt und hier die Springer H6 schlägt, Schach gemacht, keine Ahnung, warum man das nicht gemacht hat, sich den Bauern nicht, ach wahrscheinlich wegen Turm C1 Schach, damit C1 Schach, ich komme immer durcheinander hier, damit C1 Schach, Dame B2 schlägt, war das natürlich nicht möglich, da hat der Gegner wohl auch spekuliert, ärgert sich, dass es nicht funktioniert hat, er kann es nicht fassen, er ist auch in der indischen Nationalmannschaft, auch Kashmir Washmir spielt bei ihm in der Mannschaft am 36. Brett. Die haben so viele Bretter, die haben ja auch so viele Einwohner in Indien. Und während es hier weitergeht, Turm C6. Natürlich haben die in Indien auch in einer Liga ja gefühlt 10.000 Mannschaften. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich hier nicht ordentlich rede oder am Schluss rede. Alles möglich, alles in diesem Format ist denkbar. Es wird nur schnell gesprochen, gedacht wird aber gar nicht. Und Turm D7 grabbelt sich schon mal die siebte Reihe hier unter die Fingernägel. Und ja, Turm E7. Vielleicht hätte so mancher menschlicher Spieler schon König H2 gezogen, aber das hätte wohl gar nicht viel Sinn gegeben hier. Oder G4, die Dame angreifen, wird ja auch sein können oder auch nicht. Und der Gegner überlegt sich noch die Hucke wund. Und es werden noch unglaubliche Szenen in dieser Session stattfinden. Total tote Stellungen werden noch ja, weiter verwaltet und der Gegner gepaint, verzweifelt. Schafft es tatsächlich noch so weit zu kommen, dass er den Remis-Button nicht findet und stattdessen aufgibt. Solche Szenen werden sich auch hier abspielen. Lipo greift ins Geschehen an und zieht den Lipo über die Zeit nach ebenfalls einer total tot verlorenen Stellung hier. Alles spielt sich ab. Wir helfen uns gegenseitig. Wir helfen uns. Der Novak und der Lipo, die greifen gegenseitig ein in die Partie. Turm F7 schlägt. Eigentlich sieht das hier Remiso-mäßig aus. Wohl. Nein, er lässt sich ja noch matt setzen, weil er das besonders geschickt machen will. Und wer geschickt gewinnen will, verliert geschickt. Man kennt ja den Spruch, man soll nicht schön spielen, man soll nicht für die Galerie spielen. Und hier einfach Turm, Schach, Schachmatt. Das hat er wohl nicht gesehen, gibt verzweifelt auf das kann. Und hier der erste Starspieler. Ist es Jassa Sairavan, welcher sich Scherze erlaubt. Manchmal spielen Schachgroßmeister, um sich kleine Witze zu erlauben. Andere Schachgroßmeister stehen dann rum und gucken staunend zu. Während die Großrechner, Deep Sword, Deep Blue und Crayblitz und wie sie alle heißen, Bell, wie die alle hießen, drumrum stehen und staunen, bewundern dieses Spiel, können es nicht begreifen, wie kann man so schön spielen. Während der Novak Superexpert mit einer geschickten F5-Variante versucht, den Starspieler aus dem Buch zu treiben, bleibt der Tafel eine Zahl von 2200. Es reicht ja, wenn man stärker spielt als die Gegner, um Punkte zu gewinnen. Man muss ja nicht der Held sein, der Steine hier sozusagen, auch wenn es sich nicht um Lego handelt. Und dann geht es nun weiter, Springer F2 möchte diesen lästigen Läufer loswerden. Man kann es nicht glauben.
Schwarz wird verzweifelt ums Überleben kämpfen in dieser Position. Der war natürlich nicht zu nehmen, weil die Dame gegangen hätte. Und Dame schlägt, droht auf B7. Das wird noch abgedeckt. Dann Dame B3, droht auf G8. Und hier muss dann Novak eine Entscheidung treffen. Was lässt er zu? B7 schlägt oder G8? Vielleicht wäre es gegangen, wenn eine Rochade gegangen wäre. Springer D7 und dann eine kleine Rochade. Irgendwie sowas in der Art, obwohl das ja auch nicht gegangen. Auf jeden Fall, hier hat der Lippe schon geglaubt. Das ist die Verlustpartie, die Quotenpartie. Sie sehen schon die Specialzahl, die der Novak sich erspielt hat. 2252 als Fantasie-Elo zusammengezwirbelt. Ist er jetzt auch Fidemeister oder was auch immer. Lippo nimmt nochmal einen herrlichen Schluck Tee. Muss aber trotzdem kröchen. Er müsste wahrscheinlich eine Pulle Öl saufen dabei, um nicht abkröchen zu müssen. Und es geht weiter hier. Sie kennen das ja. Auch ja, Leute, die Bücher vorlesen, also Hörbücher, die haben immer eine Pulle Öl daneben stehen von Livio und den saufen die Pulle Öl auf Ex aus. Können 5 Minuten lang geschmeidig mit einer edlen Stimme sprechen, müssen sich dann übergeben, aber das ist egal. Die 5 Minuten haben sich gelohnt. Die nehmen nur 5 Minuten auf. Einmal in der Woche. Während es wieder Ping macht, ich weiß nicht, was da angekommen ist. Ich muss da mal nachgucken. So, erledigt. Ich bin schlauer, kann nun weitermachen. Sie sehen die schwarze Stellung, eine Ruine und man wagt es kaum zu glauben. Die Stellung wird tatsächlich noch gedreht werden. Man kennt es ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man schafft es nicht, die Gewinnstellung zu finden. Ich glaube, hier führten schon viele Wege nach Rom. Läufer D6 schlägt zum Beispiel mit der Abzugsdrohung, Läufer G4, wenn er geschlagen wird. Das war so unfassbar kaputt. Ich weiß auch nicht, was der Gegner hier gezogen hat, warum er so gespielt hat. Wollte er zur Belustigung vom Lippo, von sich selbst natürlich, den Lippo quälen. Es droht jetzt schon das Matt. Darauf hat er sich wohl verlassen. Wird abgedeckt. Alles wird gedeckt. Der Läufer hängt ja gar nicht wegen Matt auf E7. Und die Partie, sie zieht sich und sie zieht sich. Ich weiß nicht, warum er nicht diesen Zug gemacht hat. Vielleicht war da irgendwas, was der Lippo nicht gesehen hat. Ja, die Zeit läuft immer weiter ab von ihm. Das wird ein entscheidender Faktor werden. In dieser Partie nicht so entscheidend. Es wird eine Partie kommen, wo es entscheidender ist. Läufer Schach gegeben, G6. Ich glaube, das war schon... Ja, das war jetzt noch nicht der entscheidende Fehler hier. Der wird gleich noch folgen. Wir warten noch ein wenig ab. Hier Springer G4 war wohl noch nicht der Fehler, weil jetzt kommt erst Dame schlägt und jetzt kommt der Fehler. Der Läufer wird eingefangen auf H5 mit G6. Die Minusfigur wird zurückgewonnen. Das hat der Gegner wohl ein bisschen geschmeidig rumgeärgert. Er kann es nicht glauben. Was habe ich da gemacht? Ich habe die Figur nicht mehr. Die Stellung ist egalisiert. Nein, noch schlimmer. Er hat einen Minusbau. Und ich weiß nicht, warum er sich den... Ja gut, wenn er dich entdeckt, Turm F6 Schach hat keine Wirkung. Deswegen spielt er eher auf Gegenspiel. Und der weiß spielende Starspieler wundert sich. Wieso gibt er denn nicht auf? Das kann doch nicht sein. Ist schon total beleidigt. Guckt böse in die Gegend, die Computer, die zittern schon bei ihm, schmeißt er uns wieder gegen die Wand, wenn er verliert. Während es hier weitergeht und weiter, leider sind hier keine geschickten Mats drin, wie Springer F1 und Turm H2, das wäre ja ein unglaublich geschicktes Matt gewesen. Während es hier immer weiter geht und immer weiter, der weiß spielende Spieler kann es nicht fassen, ich weiß ja nicht mal, welches Land das ist. Vielleicht ist er ein Marsianer. Und kann es nicht glauben, was ist denn los hier? Seit wann spielt Klar kennt den Schach? Der kann doch gar nichts. Der kann doch nur Steine hochheben und sonst nichts. Vielleicht ist er auch super schlau, man weiß es nicht. Und dann hier nicht mit Bauern nehmen, sondern Turm schlägt C3. Ein wunderschöner Zug. Der Springer ist ja gepinnt. Obwohl eigentlich nicht Springer A5 schlägt. Ich weiß nicht, was hier abgeht in der Partie. Ja, wahrscheinlich war es eher mit Schach und aufgegeben. Das ist wirklich Glück gewesen für den Novak Super Expert. Vermutlich werde ich ihn wohl lieber nicht mehr beschleunigt spielen lassen, wenn ich demnächst mir wieder ein bisschen Schachspaß mit dem Schachcomputer gönne. Aber Sie wissen, das ist ja ein fester Bestandteil meines Kanals hier. Diese Videos nichts denken müssen, viel gucken müssen und dann noch lustig kommentieren dürfen. Ich glaube nicht, dass ich diese Videos so lustig kommentieren würde, wenn ich die selber gespielt hätte, diese Verlustpartien. Aber vielleicht auch trotzdem, ich bin ja ein bisschen selbstironisch. Man muss auch über sich selber lachen können, sich nicht immer so ernst nehmen, den Stock mal aus dem Arsch rausziehen und dann wieder locker durch die Gegend gehen. Während es hier weitergeht. Ja, Springer nach D2. Er entwickelt sich 2333. Ehrfurchterbietende Elos des Gegners.
Und man wagt es kaum zu glauben, auch in dieser Partie wieder eine totale Verluststellung, die man zu haushalten hat. Deswegen ist dieses Video auch nicht so gewohnt lang wie sonst. Der Lipu hatte keine Lust mehr. Er war so gestresst, er war so erschöpft. Das kostet unfassbare Energien. Wieso nicht Läufer G5, fragt man sich. Ich weiß es nicht. Der Springer zieht es nach E4. Ich glaube, Läufer G5 war schon Pflicht in dieser Stellung. Irgendwas stimmt hier nicht. Der Fidelity, der nur war total beleidigt, tritt dem Fidelity in den Arsch. Du spielst doch gar nicht mit. Läufer H7 und Dame H5. Ach so, wo Dame H4 verhindern. Ja, irgendwie ist er wohl aus dem Tritt gekommen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas nicht gestimmt hat hier. Auf jeden Fall. So sehr scheint das gar nicht alles möglich gewesen zu sein. Dame 6 pinnt diesen Läufer am Turm. Springer D3. Dann G5 geht ja nicht wegen Dame. G5 schlägt Schach. Dann wird das einfach locker entpinnt. Muss der König nehmen, weil der Springer kann nicht, weil er hängt. Hier wird der erste Damentausch angebiedert. Bitte tauschen Sie die Damen. Ich bin der Starspieler hier. Ich werde jetzt gewinnen. 3-3-3. Wenn man das doppelt nimmt. Ja, was ist doch denn los hier? Da schaudert es einem. Und da mal sehen, da wird doch der Damentausch angenommen. Ja gut, dann eben Damentausch. Und man sieht es schon. Eigentlich ist die Stellung total kaputt. Ich weiß nicht, wer das spielen müsste. Wahrscheinlich hier Stockfisch auf dem Superrechner oder sowas, um das noch irgendwie zu gewinnen. Das hieß ja damals, wenn die Spieler es nicht geschafft haben, innerhalb einer gewissen Zeit, auch wenn die auf Gewinn standen, teilweise mit Figuren mehr, wenn die es nicht geschafft haben, bevor sie nur noch 2 Minuten hatten, diese Stellung in eine totale Gewinnstellung zu transformieren, dann hatten die keine guten Karten gegen die Computer. Die gleichbleibende Spielstärke gab dann den Ausschlag. Und auch hier könnte es eventuell so sein, der Computer, der lässt sich ja nicht beirren, der spielt einfach seinen Schuh runter hier, egal wie kaputt er steht. Schafft sich B4 für den Springer und der Bauer müsste gedeckt werden und Turm siebte Reihe, das ist das Motto der Partie, eine siebte Reihe, ich komme. F7, ich weiß nicht, warum da nicht geschlagen wurde, hier natürlich noch nicht wegen Schachuts. Und hier, warum da hier nicht geschlagen wurde, ich weiß es nicht. Warum nicht Turm schlägt F7, der Turm wird ja billig angegriffen. B4 geht ja nicht, weil dann hat der Läufer keine Felder mehr. Während es hier wieder weitergeht. War ein bisschen stussmäßig dazu. Läufer A5, Läufer D2. Ich sehe da keinen Sinn drin, warum der Bauer nicht geschlagen wird auf F7. Ich warte da verzweifelt drauf. Schlag doch den Bauer, schlag der Bauer, Mann, sagen die Fans. Dann springe F5 mit G7 irgendwas auf Gegenspiel spielen. Aber das ist ja alles vollkommen egal. Während man sieht, die Zeit des Gegners läuft immer weiter runter. Er kann es wohl nicht glauben. Er starrt die Wand an. Wieso gibt er den nicht auf? Sieht er nicht meine Zahl? Er kann es nicht fassen. Der Gegner spielt weiter und weiter. Während er vermutlich, vielleicht musste er auch super dringend schon auf Toilette und hat drauf gehofft, dass der Gegner endlich mal aufgibt. Die Blase wird voller und voller. Sie dehnt sich. Die ersten Haarrisse kommen schon zum Vorschein. Da kommen schon ein paar Tropfen. Ja, außerhalb als Schweiß durch die Haut durch. Die Blase hält es kaum noch aus, er kann es nicht glauben. Wieso gibt der Gegner den nicht auf? Ich muss doch going off the toilet. Während der Lipo hier bzw. Novak davon überhaupt nichts mitkriegt. Ihm ist alles egal. Aber die Zeit ist knapp. Sie sehen es schon, sie ahnen es schon. Der Lipo will gleich selber hier mit den Steinen weiterspielen. Den Gegner geschickt über die Zeit ziehen. Während dieser es nicht fassen kann. Es drohte matt auf A1. Das musste gedeckt werden. Die Blase platzt, er schreit und brüllt und ist verzweifelt, dem Weinen nah, und ich verabschiede mich schon einmal, denn jetzt werde ich den Gegner gleich über die Zeit ziehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank für das Anschauen dieser wunderschönen Videos.